Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Battlefield 4. Ja, wir haben uns hier durch ein paar Gegnermassen gekämpft, gehen jetzt hier durch das Rohr und müssen jetzt hier irgendwie entkommen. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, hier geht's weiter. Das ist schon mal nicht schlecht. Wahrscheinlich kommen da jetzt auch gleich wieder Gegner. Gadgetlager. Wir haben aber nichts Neues. Nö. Oh. Waffenkiste, da haben wir auch nichts. Ich überlege gerade mal. Ich glaube, ich tausche mal die. Probieren wir die neue Waffe hier aus. Ja, doch, die neue Waffe, die CZ aus. Hat die noch eine zweite? Okay, da haben wir ganz schön Gegner. Greif die mal gerade bitte an. Puh, das läuft ja schon mal ganz gut da hinten. Kriegen wir den? Ja. Der ist weg. Da im Haus ist noch einer drin, jetzt nicht mehr. Aber da unten sind noch jede Menge. Ja, hört auf zu ballern. So, der ist weg. Wir haben Silber. Wahrscheinlich jetzt genug Punkte, um die Silbermedaille freizuschalten. Neue Waffe. Cool. So, einmal hier drüber. Da kommt Nachschub. Okay, ich schieße. Ja, dann schießt du mal. Na komm, geht drauf, Jungs. Ich glaube, dann wechsle ich doch nochmal. Och, die ist nicht schlecht. Gefällt mir sogar ganz gut. Der ist weg. Die ist sogar ziemlich genau. Drin, das ist das nächste Waffenlager. Was machst du denn da drin? Ich dachte, ich hätte mich da schon erledigt. So, dann halt Granate rein. Einen hat es zerlegt. Da muss dann noch mehr einer. Fliehen ist nicht. Was war das denn? Ah, das war das. Boah, und jetzt ballern die hier echt noch Granaten um die Ecke. Ist ja nicht mehr feierlich. Verdammt! Warte, ich lade Granaten. Entschuldigung. So, jetzt sind sie angriffsbereit. Wo haben wir denn noch welche? Das ist Peck. Da ist noch einer. Der ist aber irgendwie... Wie ist denn der da vorbeigekommen? Also ich glaube, so wirklich hilfreich sind die Kameraden da nicht. Der ist weg. Können wir uns gleich weiter vorkämpfen. Eingang, welche? Ach, da. Ja, ja, gut. Einmal anvisieren und Angriff. Ja, ich werfe noch Granaten rein, dann haben wir hier noch ein bisschen Unterstützung in Form von explosivem Zeug. Zack, noch eine Granate und noch eine. Das lief doch ganz gut. Ach, die hat sogar Camo-Tarnung drauf. Bisschen Munition einsammeln. Squad ist wieder angriffsbereit. Da müsste doch hier noch irgendwo einer rumkriechen. Genau. Okay, der ist erledigt. Kommt hier jetzt noch was? Na, blendende Sonne. Okay, alle mal in den Aufzug. Wo seid ihr denn? Gebt mal Gas. Ja. Es erinnert mich auf deprimierende Weise an zu Hause. Gesichert. Die
Ecken, Jungs. Hier ist alles sicher, ich habe schon abgecheckt. Während ihr da hinten dann Kaffeekränzchen gehalten habt. Es ist der schnellste. Keine Zeit für Erkundungstouren. Warte, bis du die Aussicht gesehen hast. Jetzt will ich aber auch was sehen. Klappe zu, Augen auf. Das wird schon, denke ich mal. Dann schauen wir doch mal. Tombstone Actual, das Radar leuchtet auf. Ihr bekommt Besuch. Okay. Oh. Da, guck mal, Heli. Das war's dann mit dem Aufzug. Ja. Au. Ja, ihr müsst halt auch laufen. So, einmal regenerieren. So. Los geht's. Wir werden gerade beschossen. Okay, dann ab. Da ist unser Heli. Ja, wir kommen ja schon. Ach du. Alter, nicht wegrasieren. Autsch. So, die haben wir noch, glaube ich, erledigt. Oh je. Ja. Ah, gerade so. Das sieht nicht gut aus. Das war's mit der Helikopter-Evakuierung. Puh. Ach du Scheiße. Geht's dir gut, Mann? Geht so. Was ist mit Hawkins und dem Rest der Crew? Das hat keiner überlebt. Hol dann von dem Wrack weg. Geht nicht. Er steckt fest. Versuch's. Ich hol so lange Wrecker raus. Ah, mein Bein. Oh Mann. Oh Mann. Scheiße, das ist ein Bein. Was für eine gefressene Wurst. Das wird schon wieder dann. Du schaffst das, Mann. Wir holen dich hier raus. Hot Dogs. Ja, ich weiß. Anhalten. Wrack, gib mir Deckung. Raus da. Sofort raus da. Wirf mal. Bitte. Ich helfe Ihnen. Nein. Nein, Sie müssen hier verschwinden. Es ist gefährlich. Bitte. Rucker, dein der wollte nur helfen. Du musst das Bein abschneiden. Oh. Rucker, komm her. Geh schon, Rucker. Ich bleib hier. Geh. Rucker, ich brauch deine Hilfe. Okay. Ein Wolf in der Falle beißt sich das Bein ab, um zu überleben. Na los. Der Knochen ist durch. Mich halt nur noch Fleisch und Uniform hier fest. Tu es, schneid es ab. Wenn du meinst. Der Tod? Nein, Mann, nur ohnmächtig. Du bist doch Sunny, gerade du bist es. Das hat wehgetan. Oh, oh. Der Heli ist zurück. Runter. Was haben wir ab? Der Heli kommt nochmal zurück. Ah. Ja, genau, los. Schnell rein da. Los, rein. Das wird schon wieder da. Alles wird wieder gut. Wir holen dich hier raus. Du schaffst das. Er wird doch wieder, oder? Ja, das passt schon. So, einmal rein. Los geht's, Wrecker. Geh am Steuer! Fortress, hier ist Tombstone. Evakuierung gescheitert. Wir müssen hier anders raus. Hört ihr mich? Okay. Fortress hat euch auf dem Schirm. Sekundärabholung unterwegs. Von der Straße 3 Kilometer nach Westen. Verstanden, Fortress. Sind unterwegs. Wo ist der Heli? Ich sehe ihn nicht. Scheiße. Mein Bein. Meine Frau bringt mich um. Dann atme langsam. Du schaffst das. Wir bringen dich nach Hause. Du packst das. Wenn unsere Intel über Admiral Cheng und die Russen korrekt ist, keiner von uns nach Hause. Hört hier noch jemand die ersten Töne der Hymne? Halt durch. Komm schneller, Rack. Dann macht's nicht mehr lange. Ja, ich versuch's ja schon. Oh, oh. Rack, könnt ihr ihn abschütteln? Ich seh grad nix. Ja. Ah, Tudel, das sind wir einigermaßen sicher. Geben wir hier mal ein bisschen Vollspeed. Wo ist der verdammt? Wo ist der Heli?
ihm? Ich habe keine Ahnung. Scheiß Wetter. Irgendwie Scheibenwischer anstellen? Yep. Mach ich doch, ich geb ja schon Gas. Er richtet sich aus! Scheiße! Nein! Autsch! Lass die Schweine brennen! Okay. Das war nix. Nee. Mist. Versuchen wir es nochmal. Wenn hier geladen ist. Oh, jetzt stehen wir auch wieder. Na, ich glaube, so lange ist es ja eh nicht mehr, bis wir jetzt dahin kommen. Jetzt hier unserer dieser Wasserschwall. Vom Meer aus oder vom See. Ja, ich weiß, der hat uns entdeckt. Ist ja auch nicht schwierig. Ist ja auch das einzige Auto hier auf der ganzen Straße. Die Schweine brennen! Das Ding kann es auch echt schwierig. Zack, haben wir. Irgendwie erwische ich den nicht. Also, es reagiert auch leider verdammt träge. Ich krieg den nicht richtig ins Visier. Werde mal ein bisschen höher ansetzen jetzt. Aber erst nochmal die Aktion Vollgas, Wasser, kennen wir ja auch alles schon. Da, da ist er! Bereit machen! Ja. Das war arschknapp. Kriegen wir schon hin. Er richtet sich aus! Ah, Scheiße! Nein! Lass die Schweine brennen! Irgendwann kriegen wir das auch noch mal hin. So. Ich glaube, das hat gesessen. Ja. Das war jetzt besser. Links, rechts. Ah. Und damit sollten wir jetzt wieder am Anfang sein, denke ich. Ja. Ja, Tombstone hat die Intel geborgen. Und im Falle eines chinesischen Militärputsches würden die Russen Admiral Chang unterstützen. Bestätigt den Bericht unseres Informanten aus China. Dann wurde Staff Sergeant Dunn für etwas getötet, das wir bereits wissen? Es gibt Aufstände auf den Straßen von Shanghai, Captain. Und die Russen mischen sich ein. Wir mussten es mit Sicherheit wissen. Schlimm genug, dass wir Suicide regeln mussten. Eine falsche Bewegung. Es gibt Krieg. Sie haben ihre Befehle, Captain. Aye, aye, Sir. Wir fahren zur chinesischen Ostküste. Okay, dann mal ab zur Küste. Puh, haben wir es dann doch noch geschafft. Leider jemand verloren. Für eine Milliarde Menschen. Sie sind wegen Jin Jays Ermordung angepisst. Wer war das, Sir? Er kandidierte für die Präsidentschaft, ist progressiv, drängte die Regierung zu Transparenz, Fairness und Redefreiheit. Admiral Chang hat einige davon überzeugt, dass wir Mr. Jay getötet hätten. Wenn die Operation auffliegt, hat Chang die Ausrede, die er braucht, um diese Wut, diesen Hass gegen uns zu richten. Dann gibt's Krieg. Ihr müsst die VIPs unversehrt aus den CU Towers holen. Die Operation wird von Geheimagent Laszlo W. Kovic koordiniert. Und damit wir uns verstanden haben, geschossen wird nur im Notfall. Wrecker, Staff Sergeant Dunn hielt Sie für den geeigneten Teamleader, falls ihm etwas zustößt. Sein Verlust ist eine Tragödie. Lasst mich die Ehrung seiner letzten Entscheidung nicht bereuen. Tut das Richtige. Fallt nicht auf. Kein Platz für Fehler. Kriegen wir schon irgendwie hin, denke ich. Huh, welche Ehre. Hoffentlich hält der Wagen durch. Entspann dich, Kleiner.
Uns wird nichts passieren. Hast du deine Frau angerufen? Bis jetzt noch nicht, Pack. Ich meine, was soll ich ihr denn sagen? Er ist nicht gerade friedlich gestorben und ich will sie nicht anlügen. Aber Irish! Komm, sind die Finger! Tut mir leid, Miss. Das hätte ins Auge gehen können. Das ist doch alles voll für den Arsch, Mann. Die Cops haben Schiss. Und wir fahren mitten rein und holen die Kohlen aus dem Feuer. Das schaffen wir mit Links. Was, Wrecker? Ich könnte eine Tasse Kaffee vertragen. Hey, was motorisierte Infanterie? Verstanden. Ich glaube, die Arschgesichter starren mich an. Behalte dich unauffällig. Unauffällig? Hörst du das, Rack? Sehe ich etwa aus wie ein Chinese-Pack? Kann jemand das Gebäude sehen? Wenn du mir nicht sagst, wo es lang geht, kommen wir nirgendwo. Okay, nach links. Wir müssen nach links. Vorsicht! Kommt doch gut aus. Ich sehe das Gebäude. Welche Etage müssen wir? Und von wie vielen VIPs hat Garrison gesprochen? Drei mit Kovic? Kovic und zwei Einheimische. Oh Mann. Hey, ganz ruhig, locker bleiben. Wir müssen nach links, das Gebäude ist links. Einige Aufstände hier. Oh shit, wir sitzen fest. Wir müssen raus aus der Karre und dann zu Fuß weitergehen. Verstanden. Komm schon, Wrecker. Oh Mann, der Wagen. Hast du gut eingepackt. Und nun erreiche das Hotel. Verschlossen. Weg. Lass mich mal. Okay. Praktisch. Ja, das hast du gut gemacht. Ja, reinspaziert. Was machen wir jetzt? Zu Fuß gehen ist eine Sache. Mit den VIPs verschwinden der ganz andere. Locker, Pat. Wir kriegen sie zur Valkyrie. Überlass das mir. Bin ich mal gespannt. Von da haben wir eine bessere Übersicht. Okay, dann kletter ich da mal schnell hoch. Hopp. Der Heli bedeutet nichts Gutes. Heli, wo? Ich höre ihn. Ach, da. Okay. Scheiße! Was zum Teufel? Von chinesischen Spec-Ops war nicht die Rede. Wir müssen darüber. Wir sind halt nur ein paar Touristen, das wird schon passen. Runter und durch! Rack, lass uns das leise durchziehen. Okay. Uah. Irgendwie hat das mit der Leiter wunderbar funktioniert. Gucken, wo jetzt der nächste Speicherstand ist. Ach, hier oben, okay. Gut, aber ich denke, da mache ich hier mal kurz einen Folgenstopp. Ja, ich weiß. Schauen wir uns das nochmal an und das sind wirklich einige, die da hinten hingelaufen sind. Haben wir unser... Scheiße! Ja. Wir müssen darüber. Ja. Gut, dann versuche ich es nochmal mit der Leiter. Runter und durch. Rack, ja. Das leise durchziehen. Kann ich die irgendwie anwählen? Nee. Irgendwie funktioniert das mit dieser verdammten Leiter nicht. Wieso geht denn der da nicht dran? Ich schaue mir jetzt in der nächsten Folge mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.